Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. So schön, dass du wieder hier bist und die neue Podcast-Folge anhörst. Ich möchte mit dir in dieser Folge über Sinnhaftigkeit in deinem Leben, in deinem Tun, ja, in all deinem Handeln sprechen und darüber, was ich überhaupt damit meine, beziehungsweise darüber, ja, was ich damit meine und wie ich das Ganze sehe. Immer wieder treffe ich Menschen, die in einem Job festsitzen, der ihnen überhaupt keinen Spaß macht. Und das heißt nicht, dass nur weil einem der Job gerade vielleicht keinen Spaß macht, dass man deswegen nicht mehr ausführen sollte, sondern ich möchte mit dir einfach darüber sprechen, wie du vielleicht auch mal schauen kannst, welche Sinnhaftigkeit du in deinem Job findest, beziehungsweise was der Sinn des Ganzen ist. Es ist einfach wichtig, dass wir unserem Leben einen Sinn geben. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, der dir überhaupt nicht gefällt und wo du auch überhaupt null Sinnhaftigkeit erkennen kannst, dann ist es vielleicht wichtig, dass du in deinem Leben Dinge einführst, beziehungsweise einbringst, die dir Sinnhaftigkeit schenken, wo du das Gefühl hast, dass du etwas Gutes tust, wo du das Gefühl hast, dass du andere unterstützen kannst, andere helfen kannst. Dein Warum, dein Purpose muss unglaublich groß und unglaublich stark sein. Ich glaube, wenn Menschen keine Sinnhaftigkeit im Leben sehen, keine Sinnhaftigkeit dessen, dass sie da sind, dann neigen die schon sehr dazu, emotional nicht ganz auf der Höhe zu sein, beziehungsweise manchmal vielleicht auch in Depressionen hineinzufallen. Eine Depression muss nicht immer damit zu tun haben. Das kann auch andere Ursachen haben. Aber wenn du dir immer wieder Gedanken darüber machst, dass du unglücklich bist, dass dich dein Job unglücklich macht, wo du einfach den Sinn des Lebens nicht sehen kannst. Also da bin ich einfach ganz fest davon überzeugt, dass das emotionalen Stress auslöst, was wiederum zu diesen negativen Gefühlen führt, die dich möglicherweise dann eben in diese depressiven Verstimmungen oder schlimmer noch in eine Depression hineinführen. Wenn Menschen, nein, Menschen sollten sich wirklich bewusst machen, welchen Sinn sie ihrem Leben geben, beziehungsweise darüber nachdenken, was der Sinn ihres Lebens sein könnte. Meine Motivation aufzustehen, meine Motivation, jeden Tag alles zu geben. Meine Motivation, jeden Tag zum Schönsten meines Lebens zu machen, besteht darin, dass ich Menschen und Tiere unterstützen möchte, noch glücklicher zu werden, als sie möglicherweise schon sind. Ich möchte Menschen und auch Tiere dabei unterstützen, aus ihrem Gewohnten auszubrechen. Verhaltensmuster zu verändern, Denkweisen zu verändern, sodass sich auch große oder kleine Dinge verändern können. Was ich da zurückbekomme von den Menschen, gibt mir ein Gefühl, und ich bewerte das jetzt auch tatsächlich, gibt mir ein Gefühl, dass das, was ich tue, wichtig ist. Und auch wenn ich jetzt hier keine Bewertung drauf hätte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich tue, ist es trotzdem so, dass es ein Gefühl in mir erzeugt, das Sinnhaftigkeit erzeugt oder hervorruft. Einfach, weil ich, ja, weil ich einfach was zurückbekomme von Menschen, von Tieren. Ne, gestern erst hatte ich ein Notfall sozusagen und es ging um einen vermissten Hund
Und ich mache ja eigentlich nicht mehr so vermisste Tiere, aber der Hund war gerade erst weggelaufen, also vor ein paar Stunden. Und von daher ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man die Menschen vielleicht dorthin bringt, wo sie hin sollen, ziemlich groß oder größer, als wenn das jetzt schon 3, 4, 5 Tage her gewesen wäre. Naja, und ich habe der Frau etwas gesagt, was ich sehe, und das hat auch von der Umgebung her gepasst. Und sie hat ihren Mann nochmal in eine bestimmte Richtung losgeschickt. Und wir haben weiter gesprochen und ich habe ja die Umgebung weiter erklärt, was ich sehe und so. Und ich denke mal, so nach 10 Minuten ungefähr läutete das Telefon. Und siehe da, ihr Mann hat angerufen und gesagt, dass er den Hund gefunden hat. Erleichterung hoch 3, sowohl bei mir als auch bei der Menschenfreundin, kann man sich ja natürlich vorstellen. Die Klientin war mega froh darüber, dass der Hund wieder da gewesen ist, und mir hat das in dem Moment echt ein gutes Gefühl gemacht. Ein gutes Gefühl gemacht, dass ich einfach dazu beitragen konnte, dass das Tier wieder gefunden wurde. Möglicherweise hätten sie den Hund auch so gefunden, aber in dem Moment war es einfach so, dass mein Hinweis, wo sie hingehen sollen, tatsächlich zur Auffindung des Hundes geführt hat. Gutes Gefühl, Sinnhaftigkeit vorhanden, ja. Aber es geht auch nicht immer nur um den Job und man muss auch nicht immer Tierkommunikator sein, man muss auch kein Heiler sein. Es kann ein normaler Bürojob sein, ja. Wenn du zum Beispiel, ich habe früher Löhne gemacht für Menschen. Ich habe dazu beigetragen, dass jeden Ersten diese Menschen Geld auf ihrem Konto hatten. Das ist auch Sinnhaftigkeit. Ja, da ist auch etwas, da steckt was dahinter, zu etwas Gutem beizutragen. Ne? Hätte das niemand gemacht, würden die Menschen das Geld nicht bekommen oder weniger oder was weiß ich. Also irgendetwas, wo du sagst, das macht einfach mega viel Freude, macht mega viel Spaß. Da steckt ein Sinn dahinter. Und das brauchen wir auch, um dran zu bleiben, um weiterzukommen, um ja, einfach auch, um mehr Freude in unserem eigenen Leben zu erzeugen und richtig viel Spaß zu haben. Was ist deine Sinnhaftigkeit? Was ist deine Aufgabe? Auch wenn du vielleicht jetzt keinen Job hast, hast du vielleicht die Aufgabe, einfach jeden Tag viel Spaß mit deinem Tier zu haben. Und auch das ist sinnhaft, wenn du es tatsächlich so tust, dass du Spaß mit deinem Tier hast. Wenn ich mit der Ilvi unterwegs bin, dann macht mir das unglaublich viel Freude. Dann macht mir das unglaublich viel Freude. Und ich sehe da auch unglaublich viel Sinnhaftigkeit dahinter. Sinnhaftigkeit dessen, dass ich Zeit mit meinem Hund verbringe. Sinnhaftigkeit, weil ich mich bewege, weil ich etwas für meinen Körper tue. Ja, weil ich nicht faul rumsitze, sondern weil ich auch keine Ausrede habe, egal ob es regnet, schneit, stürmt oder die Sonne scheint, es heiß ist. Ist nicht immer angenehm, ne? Wenn du bei, keine Ahnung, gefühlt 30 Grad oder noch wärmer dir das Wasser vorne und hinten runterläuft und du trotzdem das tust, was notwendig ist, wo Sinnhaftigkeit dahinter steckt. Zeit mit einem Tier zu verbringen, Bindung aufzubauen, hat Sinnhaftigkeit. Es muss nicht immer der Job sein. Such dir etwas, wo du wirklich einen Sinn drin siehst. Und dann glaube ich, dann kommen Menschen auch aus ihrem Jammermodus raus. Manche, weiß ich nicht, die stecken da halt einfach fest in ihren Geschichten. Und das ist auch okay. Das ist interessant. Ich würde es nicht haben wollen. Und jetzt sagst du vielleicht, wo, ich habe das gerade und ich will es auch nicht haben. Okay, dann veränder es. Und eine Veränderung könnte darin bestehen, dass du dir überlegst, welche Sinnhaftigkeit du für dich finden könntest. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich kann nichts Bestimmtes und ich weiß auch nicht, was ich tun könnte. Ich habe da nichts.
Doch, jeder kann etwas tun. Wenn du Tiere liebst, melde dich in einem Tierheim an. Geh mit Hunden spazieren. Bespaße Katzen. Verbring Zeit mit denen. Das ist Sinnhaftigkeit. Wenn du Menschen liebst, geh in ein Altenheim. Frag, ob du dort Geschichten vorlesen kannst. Unterhalte die Menschen. Schenke ihnen Zeit. Das ist Sinnhaftigkeit. Triff dich mit Freunden. Sei ganz präsent. Hör ihnen zu. Das ist Sinnhaftigkeit. Und dazu muss man nicht großartig irgendwas können, sondern einfach nur den Mut haben, es zu tun, sich aufzuraffen, ja, etwas zu finden, was Spaß macht. Wenn du gerne malst, mal Bilder, verschenk die Bilder, das ist Sinnhaftigkeit. Schreib Gedichte, wenn du gerne schreibst und wenn du dichten kannst, verschenk die Gedichte. Sei ein Vorbild, das ist Sinnhaftigkeit. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wie soll ich ein Vorbild sein? Ah, ich kann nicht so gut reden oder sonstiges. Vielleicht hast du ein Handy. Schreib doch jeden Tag eine positive Affirmation an all deine Freunde. Das ist Sinnhaftigkeit. Damit kannst du etwas bewirken, ohne großartig etwas tun zu müssen. Das ist nur eine Kleinigkeit. Wenn du mehr Inspiration brauchst, was Sinnhaftigkeit sein könnte, weiß nicht, mir fällt immer irgendwas ein. Mir fällt immer irgendwas ein. Und wenn du jetzt vielleicht auch jemand bist, der schon viel kann, der eine Mission hat, so wie ich, der sich dazu berufen fühlt, Menschen dabei zu unterstützen und Tiere zu unterstützen, dass sie glücklicher sind, dass sie ein cooles, harmonisches Leben miteinander haben. Aber du dich einfach nicht traust, du nicht weißt, wie du das jetzt anstellst, wenn du da in einer Begrenzung bist, in einer Box, in einer Schachtel. Noch hast du die Möglichkeit. Heute fängt meine Joyce of Infinity an. Aber du kannst trotzdem noch mit dazukommen, wenn du magst. Veränderung findet dann statt, wenn du den ersten Schritt gehst. Und diese Geschichten, da, mein Leben hat keinen Sinn und ich weiß nicht, was mein Warum ist und ich weiß nicht, für was ich hier bin. Ja, du bist hier, um unglaublich viel Spaß zu haben. Das ist der Sinn, weswegen du hier bist. Dass du deinen Tag genießt, dass du Freude hast, dass du lachst, dass du glücklich bist. Deswegen bist du hier. Und das kannst du tun, indem du Menschen mitnimmst oder Tiere mitnimmst auf diesem Weg. Das Leben zu genießen, jetzt zu leben, loszugehen oder was auch immer. Okay? Ich denke, dir ist jetzt schon klar, was ich damit sagen möchte und dir ist auch klar, was ich damit meine. Und mir ist es einfach unglaublich wichtig, weil ich merke, dass sich so viele Menschen immer wieder hier einfach so klein halten, zurückhalten und oder sich auch zurückhalten lassen. Das ist ja teilweise noch viel schlimmer. Weil ihnen vielleicht Freunde sagen, hey, lass das bleiben, das wird eh nichts. Oder wo denkst du hin? Weißt du, was ich mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit anhören habe müssen? Ja, Beate, erwarte nicht zu viel, denn du bedienst eine Nische. Ja? Tiere sind eine Nische. Das Tierbusiness ist eine Nische. Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Natürlich ist es ein Bereich der Tierkommunikation, wo immer noch viele Menschen gar nicht wissen, dass es das gibt und manche das auch in Frage stellen, weil es sich fantastisch anhört.
Also es ist meine Aufgabe, es zu etwas zu machen, was völlig normal ist. Das ist meine Mission. Ja, es zu etwas Normalem zu machen. Nicht zu etwas Abgehobenen, total außerirdischem, spirituellen Hokuspokus. Wo die Menschen Respekt und Angst vorhaben. Nein, es ist das Natürlichste der Welt und für jeden. Das ist Tierkommunikation und darum geht es doch. Das ist mein Job, es zu etwas Normalem zu machen. Und wenn du mir sagst, dass über 30 Millionen Haustiere eine Nische sind, keine Ahnung, dann weiß ich es auch nicht, ne? Wenn ein Milliardenmarkt eine Nische ist, dann weiß ich es auch nicht. Die Kunst ist nur, die Menschen zu erreichen. Und dazu braucht es Menschen, die bereit sind, das nach außen zu tragen. Auf ihre Art. Jeder auf die seine, denn jeder spricht auch andere an. Also hier steckt der Gewinn. Hier steckt dieser Nutzen. Und auch diese Sinnhaftigkeit. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich hoffe, du kannst mir zustimmen. Ich hoffe, du siehst es auch so wie ich. Also, leg los. Fang an, deine Sinnhaftigkeit für dich zu suchen. Suchen, nein, zu leben. Mach es. Und hör auf, dir die Geschichte zu erzählen, dass du keine Sinnhaftigkeit in deinem Leben hast. Änders, wenn du sie nicht lebst. Und in diesem Sinne sage ich Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.